In der Tat, wir werden eine Menge Spaß haben. Da muss Ibo halt mal kurz klein beigeben. Was immer zu euren Diensten. Ja, Ibo wartet hier brav. Du bist ja ein komischer Kauz. Okay. Was? Beinahe unter meiner Bringen wir Würde. Sie mal ins nächste Gebiet. Ja, gut. Wie kann ich hier mal die Gruppe organisieren? Gruppe neu formieren, genau. Hey, hallo Leute! Was wollt ihr gut? So, jetzt ist sie schon mal weg. Und ich komme wieder nicht durch die Tür. Was wollt ihr? Wir will noch mal, gut. Wir hat noch nicht. Genau. Ja, wir werden warten. Ja? Ja, lass uns losgehen. Du hast deine Sachen alle noch? Sehr schön. Mich denn? Ich verschwinde jetzt. Pumpe von Gond. Das sieht aus wie eine archimedische Schraube übrigens. Gondsmann Leonardos hedisches Arealwunder. Die Art, wie sich diese Gruppe entwickelt, gefällt mir nicht. Ein besserer Anführer könnte vielleicht helfen. Und wisst ihr was? Da wir jetzt ungesehen sind, nehmen wir auch den Spitzbubenstein mal mit. Sternsaphir? So. Ich hoffe, im Nebenhaus bemerkt niemand den Diebstahl, wenn ich jetzt darüber gehe. Ewiges Licht. Ja, gut. Auch wenn Thalisa diesen Diebstahl nicht so gut findet, aber immerhin mag solche Spielchen einfach. Gut. Mal was Gefährliches zu tun. Du bist der Priester von Gond. Ach ja, ein Quicksave machen wir. Jetzt kommt gleich der Barde wieder. Hallo? Genau, der Barde. Eine nette kulturelle Bekanntschaft zu machen. Was wollt ihr von mir? Zum richtigen Preis? Ja, sicherlich. Ich könnte euch davon berichten, wie guten Menschen Unrecht widerfuhr oder über die Charakterstärke einfacher Bauern. Vielleicht eine Ode an die Überzeugung der aufrechten Priester oder darüber, wie gute Menschen gegen alle Widrigkeiten für das Recht kämpfen. Okay, das war auch falsch. Und ja, ich versuche gerade das Richtige zu finden. Hallo? Freut mich, so eine nette kulturelle Bekanntschaft zu machen. Ja. Ja. Sicherlich. Gold? Gut, ich kann diese Beweggründe dieser Leute und Geschichten verstehen. Ich könnte bestimmt eine hübsche Ballade über diese Sachen schreiben, da ich ihren Inhalt gut und wahrheitsgetreu kenne. Leider werden durch diese Art aber wahrscheinlich nicht meine Trinkgelder erhöht oder meine Zuhörer zum Quatschen verhasst. Wenn ihr mehr zum Philosophieren neigen würdet, sehe ich das jetzt wahrscheinlich als meinen eigenen Fehler. Aber wie die Dinge liegen, bin ich sicher, dass jemand andere Schuld daran hat. Nehmt euer Gold und geht jetzt, ich kann das wohl nicht brauchen. Nein, ich will nämlich wissen, ob es eine richtige Antwort gibt und man dafür was Ordentliches kriegt. Hallo, freut mich, so eine nette kulturelle Bekanntschaft zu machen. Was wollt ihr von mir? Wenn der Preis stimmt? Sicherlich. Dann die Story über den Eisenthron. Das klingt ja wie völliger Blödsinn. Okay.
Dann können wir dem wohl keine richtige Antwort geben. Beinahe unter meiner Würde. Hallo? Freut mich, so eine nette kulturelle Bekanntschaft zu machen. Hallo? Freut mich, ja, so eine nette kulturelle Bekanntschaft zu machen. Ich höre zum richtigen Preis. Ja. Sicherlich. Nö. Okay, dem können wir nicht wirklich was sagen. Gons größte Begabung waren seine Erfindungen. Welche Dienste bietet ihr an? Und da ist der Ausgang. Sehr gut. Beinahe unter meiner Würde. Jetzt sind wir nämlich wieder hier unten. Beziehungsweise hier oben. Bei Ragefasts Haus. Diese Tür fällt aus den Angeln. Ragefast kann ich ja... Um Ragefast kann ich mich ja kümmern, wenn ich... ja, wenn ich hier wieder herkomme und den Jungen zurückbringe, dann kann ich mich hier um Ragefast kümmern. Die Nymphe befreien und dann mal gucken, was der andere Magier dazu zu sagen hat. Und dieser Gegenstand müsste identifiziert werden, aber dazu hast du leider keinen Zauber zurzeit. Können wir hier unten durch? Ja, können wir. Sehr schön. Das ist nämlich die Verbindung zwischen den beiden Tempelteilen. Hier ist ein schöner Brunnen. Jetzt muss ich noch mal kurz alles durchgehen eigentlich. Bla bla bla, Priesterin, na da da, wieder im Minster. Für den muss ich Leichen sammeln. Gnomen im Elfgesang haben wir, ja. Der Priester Ordering mit den beiden Nekromanten. Das mit dem Dieb. Zum feiernden Stör. Zwei Meuchelmörder, die für den Eisenthron arbeiten. Ich habe eine Nekromantin. Ja, das ist auch. Kennen wir auch. Über meine Blablabla, Bewohner Baldur's Tor. Große Angst vor dem Krieg. Das haben wir schon gemacht. Dafür müssen wir nach Kerzenburg. Basilisk haben wir schon. Das ist das Armenviertel. Das haben wir auch gemacht. Jetzt müssen wir wieder zurück. Die hat ihre Handschuhe verloren. Das haben wir schon gemacht. Ankeng. Wir haben vereinbart Abwasserkanäle. Fergus den Ring bringen. Ja, eine Frau namens Hannah. Das ist die Nymphe. Nadines Sohn. Ja. Gegen Gift helfen. Wir sollen ihm auf dem Marktplatz vom Seher. Ja, bla bla bla, Lothar, dass wir ihm mit der funkelnden Klinge aufsuchen. Wo ist die funkelnde Klinge? Oh, ich glaube, die haben wir schon mal gefunden gehabt. Wir haben uns der Bitte einer Frau namens Pierre angenommen, ja, dem Sohn. Die funkelnde Klinge ist nämlich, glaube ich, auch in dem Armenviertel. Also da neben dem Hafen. Hier in dem Gebiet oder im Hafengebiet, aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Wir wollen uns erstmal hier fertig umschauen. Obwohl, ich denke mal, fertig umschauen, hier können wir, wenn wir zurückkommen und dem armen Mann seinen Sohn wiederbringen. Da ist vielleicht auch schon Tag. Okay, Tempel von Amberley. Nichts leichter als das. Und ich weiß nicht... Hey, da passt auf den Case auf, wo, auf den Kais auf, wo ihr hintretet. Durch die Gischt von mir könnten die Pflasterstelle etwas glitschig werden. Ich heiße Keraus.
Kann ich euch irgendwie helfen? Was macht ihr hier? Ich bin sozusagen der Hafenarbeiter des Herzogs. Und gut, ich bin nur ein Hafenarbeiter wie jeder andere, aber ich war auf den königlichen Galeeren, um Waren aus der neuen Welt auszuladen. Eine neue Welt? Gibt es so etwas wie eine Dimensionstür mitten im Meer, durch die man dorthin gelangt? Nun, für mich tragt ihr immer den Titel Hafenarbeiter der Herzöge, Keraus. Leider kann ich hier nicht verleihen, vielleicht reden wir ein anderes Mal. Wenn ich mich in eurer Abwesenheit nicht in einem meiner Verstecke des Schiffs verkrochen habe, heißt es. Ja, die Frage mit der Dimensionstür war etwas zu lächerlich, finde ich. Ich hätte gerne sowas wie einen Stadtplan von Baldur's Tor, wo wenigstens alle Tavernen und wichtigen Händler angezeichnet sind. Und alle Tempel. Weil ich weiß nicht mal, wo diese Taverne zum Stör ist, die ich nachher suchen muss für die Diebesgildenmission. So, kurzer Quicksave. Hier sind nämlich viele Amberli-Priesterinnen. Priesterin von Amberli. Genau, du da. Nichts leichter als das. So, seid ihr mit dem Buch der Weisheit zurückgekehrt? Wir trauen euch nicht. Bevor wir es euch zeigen, möchten wir, dass ihr unseren Freund von seinem Geist befreit. Ihr wagt es an meiner Redlichkeit zu zweifeln. Nur gut, auf der Schriftrolle hier steht die Zauberformel geschrieben, mit der ihr euren Freund von dem Fluch erlösen könnt. Nun gebt ihr das Buch. Um die Wahrheit zu sagen, haben wir es im Moment nicht an uns. Ich will ihr das Buch irgendwie nicht geben. Ich hätte gern eigentlich das Kind wieder. Eure Dreistigkeit wird euch teuer zu stehen kommen. Was? Los, eure Diener für die Gruppe. Okay. Ja, oh allgegenwärtige Autoritätsperson. Ihr habt eine so gut wie erledigt. Man kann schon mal versuchen. Lida scheint nicht aggressiv zu werden, aber sie ist auf jeden Fall aggressiv. Also los mit der Artillerie. Ah, jetzt wird sie auch aggressiv. Euer Leben bedeutet mir gar nichts. Au. Die können irgendwie überhaupt nichts. Unter meiner Würde. Und das schadet, glaube ich, nicht mal unserem Ruf, was wir hier machen. Weil sie haben uns zuerst angegriffen. Und euer Leben mir auch nicht. Die tragen nämlich alle nur irgendwas mit Stäbe mit sich rum. So, sie trägt den Jungen bei sich. Und eine magische Lederrüstung. Lederrüstung plus 1. Hey, ein Level-Up für Minsk. Ja. Noch knapp 10.000. Eine Stufe höher. Einverstanden. So, Minsk ist Stufe 7. Sehr gut. Khalid hat zurzeit schon mehr Lebenspunkte als Thalisa, weil Thalisa noch Stufe 6 ist, so gesehen. Aber die wird bald wieder Lebenspunkte kriegen. Was wollt ihr? So, das ist nämlich die Möglichkeit, Tiere bezaubern. Das ist nämlich die Möglichkeit, zum einen das Buch zu behalten, dieses Buch hier, zum anderen aber auch an die Gays Bannformel zu kommen. Und an den Jungen. Ja, beinahe unter meinem. Vor allem, wenn man aus Versehen die andere Amberli-Priesterin das Mädchen getötet hat. Kommt man so am leichtesten an all die Sachen ran. Darf sogar das Weisheitsbuch behalten. Beinahe unter meiner Würde. Das ist übrigens eins von drei Weisheitsbüchern, die man hier erhalten kann. Hier unten sieht das auch wieder. Sieht das wieder so komisch aus?
Gut, es war zwar nicht die nette Art, an die das hier zu regeln, aber ganz ehrlich, sie haben den Jungen getötet. Sie hätten theoretisch 2000 Goldmützen verlangt, um ihn zu kriegen. Dass ich ihn kriege. Und Amberly ist eh böse. So. Hier wollen wir jetzt hin. Das müsste die funkelnde Klinge sein. Würde. Genau.